Können Sie das lesen? Auf dieser Fensterscheibe des Ludwigshafener Kulturhauses steht Gnotisee Auton. Das heißt so viel wie erkenne dich selbst und es ist fast so verbreitet wie Carpe Diem. Eine Phrase also, die fast jeder kennt, selbst wenn er kein Latein kann. Nur, dass die griechischen Buchstaben den meisten Menschen Kopfzerbrechen bereiten. Trotzdem findet sich die Aufforderung auf Haut, Kleidung, Schmuck oder Seife. Was erkenne dich selbst auf einem Seifenstück heißt, ist klar. In der Antike war man sich über die Bedeutung des Gnotisee Auton aber gar nicht so einig. Der antike Augenzeuge Pausanias erwähnt, dass die Inschrift im Tempel des Apoll in Delphi zu lesen war. Die Inschrift selbst ist schon lange verschwunden. Wir haben aber noch die antike Diskussion über ihre Bedeutung. Man kann sie nachlesen bei Seneca, Cicero, Juvenal, Clemens von Alexandria, Porphyrios oder Origenes. Mehr lesen wäre aber nur eine Möglichkeit, sich der antiken Bedeutung des Gnoti zu nähern. Man kann sich auch ansehen, wie die Inschrift zu späteren Zeiten durch ihre materielle Gestaltung gedeutet wurde. Das lässt sich mit den Methoden tun, die am Heidelberger Sonderforschungsbereich Materiale Textkulturen entwickelt werden. Vermutlich drückte Gnotisee Auton im klassischen Griechenland die verbreitete Haltung aus, dass der Mensch allgemein von schwächlicher Konstitution ist. Diese Deutung nimmt ein Mosaik aus dem ersten Jahrhundert nach Christus auf, das an der Via Appia in Rom gefunden wurde. Es ist fast schon eine Illustration von Senecas Trostrede an Marcia. Dort sagt er, daran erinnert uns, das erkenne dich vom pythischen Orakel. Was ist der Mensch? Ein schwacher, brüchiger, nackter Körper. In einem Platon zugeschriebenen Dialog hingegen rät Sokrates dem Staatsmann Alcibiades, seine Seele zu sehen, wie das Auge sich selbst sieht. Will das Auge sich selbst sehen, schreibt Platon, so muss es in ein anderes Auge schauen. Und zwar in die Stelle, an der es seine eigentliche Kraft hat. Das aber ist die Pupille. Diese Lesart des Gnotisee Auton findet sich in der Gestaltung eines schwarzen Spiegels wieder. Johannes Hindenburg, Bischof von Trient, hatte ihn im 15. Jahrhundert für das Schloss Buon Concilio in Auftrag gegeben. Eine dritte Interpretationsmöglichkeit zeigen Goscinny und Uderzo. Dort freut sich der Architekt der Trabantenstadt, dass bald das erste Haus gebaut werden kann. Freu dich nicht zu früh, Gnotisee Auton, warnt ihn der Centurio. Was heißt denn das schon wieder? Fragt der Architekt, worauf der Centurio sagt, weiß ich nicht, das ist griechisch. Gnotisee Auton kann auch bedeuten, sich seiner individuellen Grenzen bewusst zu sein. Wenn Sie also nicht wussten, was Gnotisee Auton heißt, dann stehen Sie damit in der ehrwürdigen Tradition der römischen Antike. Griechische Zitate wurden in Rom oft mit dem Vermerk, wird nicht gelesen, versehen. Griechisch konnte schon im alten Rom nicht jeder, aber es sah schon damals ungeheuer gut aus.